gleich sehen, das, was man so landläufig aus philosophischer Perspektive mit dem Begriff Aufklärung verbindet, sei das jetzt, wenn man es geschichtlich sagt, sei das das 18. Jahrhundert, sei das das frühe 19. vielleicht noch hinausläufern oder so, sei das, wenn man es früher ansetzt, schon im 17. Jahrhundert beginnt. Dafür gibt es ja philosophisch immer Argumente natürlich. Man kann das auch alles ganz anders aufziehen. Geschichtlich gesehen, Philosophie, geistesgeschichtlich gesehen, ist das nicht unproblematisch alles. Deswegen werden wir einen anderen Zugang wählen und uns fragen, was kennzeichnet denn eigentlich die Aufklärung als Entwicklung auf etwas hin, das schon Jahrhunderte vorbereitet wurde in der Geistesgeschichte der philosophischen und dann einen Kulminationspunkt erfuhr, an dem man das, was philosophisch Aufklärung bedeuten kann, sehr stark festmachen kann. Und zwar spreche ich, darum sehen Sie das da im Hintergrund, und zwar spreche ich von Immanuel Kant. Der Vortrag selbst ist ein bisschen so ein stückwerkartig natürlich, das hat einfach Gründe der Zeit. Man kann in 90 Minuten, auch in zweimal 90 Minuten, das Thema Philosophie der Aufklärung nicht umfassend erschöpfen, das ist ganz klar. Deswegen bitte ich da um Verzeihung, es werden natürlich Fragen offen bleiben, es werden natürlich Dinge ein bisschen unterbelichtet bleiben, das liegt in der Natur der Sache. Deswegen erlaube ich mir nur darauf hinzuweisen, sollten Sie sich weitergehend für vor allem meinen Blick auf die Dinge interessieren, weise ich Sie darauf hin, ich habe mich in meinem letzten Büchlein auch damit beschäftigt, vor allem im Band 1, das ist dieses Jahr im März erschienen, da finden Sie in einem Kapitel dann die Auseinandersetzung mit der aufklärerischen Philosophie auch verhandelt, ganz kurz. So, dann will ich jetzt mal beginnen mit dem Ganzen, und zwar möchte ich mit einem kleinen Rate- und Rätselspiel mit Ihnen beginnen. Ich werde Ihnen da jetzt Zitate 3 hinschmeißen, aus der philosophischen und aus der Wissenschaftsgeschichte, und möchte Sie einfach einmal fragen, wen Sie vielleicht aus der Wissenschaftsgeschichte so ungefähr damit assoziieren oder wo Sie das historisch verorten würden in etwa, wenn Sie sich das einmal ein bisschen durchlesen. Ich lese eh vor. Die erste Form aller Körperlichkeit ist das Licht. Denn es ist das Licht, das sich in die Dimensionen des Raumes auseinanderbreitet, während es selbst einfach ist. Zweiteres, Vernunft zieht logische Schlüsse, doch kann sie nicht selbst ihre Gültigkeit garantieren oder Zweifel beseitigen. Dies gibt nur Erfahrung, die hinzukommt. Drittens, Ziel der Naturwissenschaft ist nicht, den Sätzen anderer zuzustimmen, sondern die Ursachen des Natürlichen zu erforschen. Das Experiment ist in der Naturforschung die einzige sichere Leitung. So haben wir in der Naturphilosophie zu erkennen, wie Natur durch innere Ursachen geschieht. Was assoziieren Sie so damit? Vielleicht historisch, was glauben Sie, wann wurde das geäußert ungefähr? Vor allem das Erste können Sie ja dann sehr stark etwa in der Physik des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts vermuten, da wurde ja allerlei über das Licht dann geforscht, aber wir sind trotzdem meistens überrascht, wenn wir erfahren, dass das Aussagen des 13. Jahrhunderts sind. Also insofern kann man sagen, es ist aus philosophischer Perspektive gar nicht so leicht zu sagen, die sogenannte Aufklärung ist in einem bestimmten historischen Kontext zu positionieren. Das hat natürlich alles eine geistesgeschichtliche Entwicklung. Gerade philosophisch gesehen, das 13. Jahrhundert war, und ich betone philosophisch gesehen, in anderen Perspektiven muss man das natürlich anders betrachten, aber in philosophischer Perspektive ein unglaublich helles Jahrhundert. Also da ist sehr, sehr viel geschehen, wissenschaftsgeschichtlich und erkenntnistheoretisch vor allem. Und Sie sehen hier die Namen, ich meine, Bacon war sehr einflussreich in der Etablierung der empirischen Wissenschaften schon seit dem 13. Jahrhundert, also auch die empirischen Wissenschaften sind kein Produkt der sogenannten früheren Neuzeit, wenn Sie überhaupt solche Epocheneinteilungen machen wollen. Das begann alles schon sehr viel früher mit, nicht zuletzt der Emergenz in Europa, überall sind die wie Pilze im Vorgeschossen der Universitäten natürlich, schon früher beginnend nicht erst im 13., aber natürlich in Blütezeit dann im 13. Also Sie sehen, das ist alles geistesgeschichtlich nicht so einfach zu sagen, die Aufklärung kann man in einem bestimmten Zeitraum eingrenzen oder so, das hat natürlich alles eine Genese gehabt und die Genese aus philosophischer Perspektive hat sehr früh, also was Sie halt als früh bezeichnen wollen, hat verhältnismäßig früh begonnen. Da könnte man natürlich noch weiter jetzt zeigen, wie es dazu kam, aber das will ich Ihnen alles ersparen, denn das ist ja jetzt nicht unser Punkt, wir wollen ja die philosophischen Perspektiven der Aufklärung selbst verstehen. Ja? Und was sind die, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen herum assoziieren, könnten wir jetzt natürlich, wenn wir jetzt sagen vom 13. Jahrhundert zum Beispiel einen Ausgang nehmen philosophisch, könnten wir natürlich sagen, wie ging es denn da weiter und wie ging es denn da voran, und ich schmeiße Ihnen jetzt nur ein paar Begriffe noch hin, die wir meist hin
philosophisch, und das werden wir am Nachmittag kritisieren, die wir meisthin philosophisch mit dem Begriff Aufklärung verbinden. Und da könnte man jetzt natürlich auch über viele geistesgeschichtliche Stationen sprechen. Sie kennen das, die Rede von Wissenschaft und Fortschritt natürlich, das wird mit dem Begriff Aufklärung sehr stark verbunden. Auch da muss man beileibe natürlich nicht im 17. und 18. Jahrhundert oder wo beginnen. Auch da könnten Sie zeigen, gerade der heute noch zu besprechende Kant etwa spricht bei dem, was er selber tut, von einer kopernikanischen Wende der Philosophie und bezieht sich auf den Kopernikus, damit natürlich, von dem ja nicht zuletzt der französische Philosoph und Psychoanalytiker Lacan gesagt hat, er hat uns das erste große Trauma beschert. Das zweite war übrigens Darwin und das dritte war Freud mit Lacan. Sozusagen, da könnten Sie auch auf Kopernikus etwa hinweisen bereits, da könnten Sie auf Galileo hinweisen, nicht wahr, messen, was messbar ist, was nicht messbar ist, messbar machen und so weiter. Also das sind natürlich alles Tendenzen hin zu dem, was wir mit Aufklärung verbinden, könnte man sagen. Ebenso könnten Sie natürlich auf diese Aspekte Ihren Blick werfen, wenn Sie über Aufklärung und Ihre Philosophie sprechen. Keine Ahnung, da können Sie auch schon vor dem 18. Jahrhundert über Morus zum Beispiel sprechen und sein Utopia oder Utopia, wie Sie es dann nennen, wo er so ganz nach platonischem Vorbild so einen Idealstaat entwirft und wie kann eine gerechte Gesellschaft aussehen. Sie können auf Campanella schon davor hinweisen, das will ich Ihnen jetzt alles nicht antun. Sie können natürlich auf Hobbes oder Montesquieu hinweisen und so weiter auf dem Weg zur Aufklärung. Das wollen wir jetzt alles nicht im Genaueren betrachten. Ebenso natürlich können Sie dahin blicken, wenn Sie den Begriff Aufklärung hören oder lesen. Also Sie sehen, das ist sehr schillernd. Sie können da aber auch schon im 14. Jahrhundert dann beginnen. Da gab es einen Franziskaner, der hieß William of Ockham und der hat im frühen 14. Jahrhundert bereits eine Schrift veröffentlicht, wo er 8 Fragen über die Macht des Papstes stellt. Und dort eben herausstellt, naja, das kann man doch nicht einfach so nehmen mit dem päpstlichen Primat, das muss man doch auch kritisieren, so hat natürlich auch den Kirchenbann bekommen, musste sich dann in Bayern verstecken. Das ist ja anderen auch passiert, nicht wahr? Und ähnlich, also Sie könnten da auf dem Weg dahinter andere auch nennen, nennen Sie Hus, nennen Sie Luther und so weiter, ist ganz klar. Also das waren alles natürlich mit Vorbereiter der aufklärerischen Tendenzen. Und zuletzt könnten Sie natürlich sagen, und das wird halt primär auch aufgrund des ethischen Impetus, den wir gleich besprechen werden, natürlich auch diesen Aspekt sehr stark mit der Aufklärung bestimmen, da philosophisch gesehen interessanterweise der Begriff der Freiheit sehr stark ins Zentrum der Debatte rückt, bei dem, was man dann mit Aufklärung bezeichnet. Ich meine, das hat sich natürlich anfangs nicht selbst so bezeichnet, das verdanken wir in der Philosophie nicht zuletzt Kant natürlich, dass wir das sehr stark mit diesem Begriff verbinden, aber wir können nachvollziehen, wie eine Tendenz hin zu Freiheit und Selbstbestimmung irgendwie statt hat. Die entscheidende Frage ist aber, was meinen wir philosophisch damit? Wir werden nämlich heute sehen, dass gerade an diesem Begriff der Freiheit hängend sehr, sehr viele Missverständnisse, die dann auch zu den kritischen Episoden der Aufklärer, der nachaufklärerischen Zeit natürlich geführt haben, das liegen und das eben in einem nicht zuletzt auch philosophischem Missverständnis des Begriffs der Freiheit sehr viel verborgen liegt, was wir dann am Nachmittag als die Schattenseiten der Aufklärung betrachten können. Dazu aber dann gleich, da werde ich auch nochmal aufs Mittagessen vielleicht zu sprechen kommen. Da haben wir das nämlich auch erlebt, wie man Freiheit missverstehen kann gerade. Ja. Aber dazu gleich dann. Man könnte da jetzt vieles aufbauen natürlich, man könnte viele Aspekte philosophisch betrachten und könnte immer darstellen, wie sich das über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat. Dazu haben wir nicht die Zeit. Wir wollen ja ans Eingemachte gehen und wollen natürlich die vor allem ethische Dimension aufklärerischen Denkens und vor allem ihre Bedeutung für heute ganz zentral ins Zentrum rücken. Und deswegen wollen wir uns gleich mit Immanuel Kant beschäftigen. Und Immanuel Kant hat uns den Gefallen getan, dass er im Zuge einer Preisschrift, an der er teilgenommen hat, einen Aufsatz geschrieben hat, der ist sehr berühmt, von dem haben Sie alle schon gehört, der heißt Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Da wollen wir jetzt ein paar Passagen daraus lesen, weil Kant das natürlich alles sehr viel besser kann, als ich das kann und ich würde mir jetzt nicht anmaßen, das einfach zusammenzufassen, deswegen haben wir gedacht, man kann doch Kant selber lesen, nicht wahr? Wir haben ja so viel Zeit, werden wir uns nehmen und werden wir haben und deswegen werde ich jetzt kurz den ersten Zettel an Sie austeilen, Sie kriegen dann einen zweiten noch am Nachmittag. Die sind doppelseitig bedruckt, tun Sie sich selbst dann Gefallen, wenn Sie sich den Vortrag nicht so spoilern wollen. Schauen Sie nicht auf die Rückseite. Bleiben Sie mal auf der Vorderseite. Ja? Die können natürlich auf die Rückseite schauen, aber dann sind Sie vielleicht traurig, wenn ich dann die große Bombe platzen lasse nach dem ersten Teil. Sozusagen.
Ich habe die Absätze, die ich herausgeglaubt habe, durchnummeriert. Und wir werden das jetzt gemeinsam kurz uns anschauen und ich werde das ein bisschen mitkommentieren. Eine kleine editorische Notiz noch, ich habe das selbst zusammengekürzt. Also das ist nicht einfach ein durchgehender Abschnitt aus dem Aufsatz. Den können Sie überall im Internet finden oder in irgendwelchen Kantausgaben. Ich bin einmal so frei, den ersten Absatz zu lesen. Und Kant sagt uns, der Aufklärung, das ist gleich der erste Satz, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Den Satz kennt man meistens, der ist sehr berühmt. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Und da muss man jetzt kurz ein bisschen was dazu sagen, denn es klingt ja zunächst einmal gut, wenn Kant natürlich darauf hinweist, ja, bediene dich des eigenen Verstandes und so weiter, lass dich nicht von fremdem Verstand leiten in dem, sondern selbst denken, selbst betrachten, selbst erforschen und so weiter, nicht wahr? Das ist auch nicht etwas, das Kant ins Werk gesetzt hat, das können Sie in der philosophischen Tradition etwa bei René Descartes genauso finden, bereits in seinem Discours de la Méthode etwa von 1637 schreibt er auch ganz klar, ich anerkenne nur das als wahr und gültig, was ich selbst als wahr und gültig eingesehen habe. Also das ist auch nicht was, was Kant irgendwie entwickelt hätte oder so. Kant tut was ganz anderes. Und da möchte ich Ihnen jetzt den Kontext dieses Aufsatzes kurz ein bisschen erläutern. Kant hat das nach der Kritik der reinen Vernunft geschrieben. Die Kritik der reinen Vernunft, sein sogenanntes philosophisches Hauptwerk, wenn man da vorsichtig sein muss, denn so hätte er das wahrscheinlich selber gar nicht gesehen. Und in der Kritik der reinen Vernunft macht Kant den Anspruch, nicht so sehr jemandem zu erklären, wie denn Selbstdenken möglich ist oder sowas. Ja? Denn aus dieser Tradition, wie ich jetzt am Anfang dargestellt habe, kommt er ja bereits. Also das ist nicht die große Entdeckung Kants, dass man sagt, ja, habe Mut, dich des eigenen Verstandes zu bedienen, bedeutet, tu halt ein bisschen Selbstdenken oder so. Sondern was Kant mir, das große kantische Projekt und damit irgendwo ein Gipfelpunkt der Aufklärung ist, ist, dass er in der Kritik der reinen Vernunft die Möglichkeiten und die Grenzen der menschlichen Vernunft versucht zu bestimmen. Das heißt, es geht hier bereits um eine Selbstbetrachtung des vernünftigen Vermögens, insofern es Wissenschaft betreibt, erstens Kritik der reinen Vernunft, insofern es Moral betreibt, Kritik der praktischen Vernunft, und dann insofern es ästhetische Kunst, Kultur und Religion betreibt, Kritik der Urteilskraft. Das sind die drei großen Kritiken, also Kritik der reinen, Kritik der praktischen Vernunft und Kritik der Urteilskraft. Ich bleibe jetzt bei der Kritik der reinen Vernunft, das ist so das Grundlagenwerk dafür. Und da tut also Kant etwas, was er schon für die Interessierten unter Ihnen nebenbei gesagt in den 1760er Jahren von sich gibt, in einer netten Schrift, die da heißt Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik. Das ist gegen so einen, der ist Swedenborg, der Kerl, das ist so ein Esoteriker gewesen, der meinte, er nimmt mit den Toten Kontakt auf in so Seancen und so weiter, und da hat Kant versucht zu zeigen, dass das unmöglich ist mit Mitteln der Vernunft. Und da schon, in den 1760er Jahren, macht Kant den Anspruch, was bedeutet denn eigentlich vernünftige Wissenschaftlichkeit aus philosophischer Perspektive? Und das ist das, was eben den Aufsatz zur Aufklärung auch sehr stark kennzeichnet. Es bedeutet nicht, dass man die Leute schlichtweg auffordert, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, sondern es bedeutet, diesem Verstand das Vermögen an die Hand zu geben, seine eigenen Grenzen zu erkennen und zu bestimmen. Also der sich selbst kritisierende Verstand, die sich selbst kritisierende Vernunft ist für Kant bereits der maßgebliche Punkt dessen, was er Aufklärung nennt. Deswegen, der Titel nennt er es auch Kritik der reinen Vernunft. Stammt übrigens nicht Kritik im heutigen Sinne, sondern Krinein, das Griechische, bedeutet so viel wie Grenzziehung oder Standortbestimmung oder so etwas. Ja? Also Kritik der reinen Vernunft bedeutet die Grenzziehung der Möglichkeiten der Vernunft der menschlichen. Also wo können wir, wie Kant das anderswo sagt, wo ist Wissenschaft noch möglich und wo ist sie nicht mehr möglich? Also wo muss die menschliche Vernunft anerkennen, dass sie nur mehr jenseits ihrer Grenzen versucht, sich aufzuhalten und deshalb ohnehin sich auf dem Boden, er nennt es das von transzendente Vernunft und dann nur mehr aufhält. Also dass man halt, da kann man dann alles Mögliche behaupten, sagt Kant, weil man es weder beweisen noch widerlegen kann.
Ja, also Sie wissen ja, da wurde ja auch in dem Zusammenhang der Almes alles Zamalma genannt, mal zu seiner Zeit, weil das natürlich auch die üblichen philosophischen Beweise des Daseins Gottes, der Unsterblichkeit der Seele und so weiter betraf, von denen er sämtlich versucht hat zu zeigen, dass alles übersteigt das Vermögen der menschlichen Vernunft, solche Beweise zu behaupten. Dafür befinden wir uns halt nur mehr in Vernünfteln der Transzendenz und nicht mehr auf dem Boden tatsächlicher aufgeklärter Wissenschaftlichkeit. Ja, so gesehen. Und Kants Punkt ist also, dass er versucht, eine Grenzziehung vorzunehmen in dieser Vernunft. Und damit natürlich, das, ich habe vorher über Lacan gesprochen, nicht wahr, die drei großen Kränkungen, wie Lacan sagt, da könnte man Kant natürlich auch irgendwo dazu nehmen. Denn damit geht eine große Kränkung der menschlichen Vernunft auch schon einher. Das heißt, der Spitzpunkt der philosophischen Aufklärung ist zugleich die absolute Kritik derselben. Das darf man nie außer Acht lassen, dass natürlich mit dem von Kant hier erwähnten Sapere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, eine ganz klare Stoßrichtung vorgegeben wurde für diese Grenzbestimmung der Vernunft. Was kann sie und was kann sie nicht mehr? Und da könnten wir jetzt viele Beispiele geben, ich gebe Ihnen nur eins oder zwei gebe ich Ihnen, ja. Kant schreibt etwa, das ist auch nach der ersten Kritik verfasst worden, in einem Büchlein namens Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, also wo er sich fragt, was sind eigentlich die Grundlagen und Möglichkeitsbedingungen der Naturwissenschaft, lesen wir etwa den Satz, den Sie genauso heute noch für gültig erklären können, wo er sagt, in jeder Wissenschaft ist nur so viel Wissenschaft, als darin Mathematik zu finden ist. Damit meint er aber darin Naturwissenschaft selbstverständlich. Ja? Also es geht um die Anfangsgründe der Naturwissenschaften. Sie können etwa auch in dem Prolegomena, ein weiteres Werk Kants, lesen, den Satz, das lasse ich jetzt halbwegs unkommentiert, der Verstand schöpft seine Gesetze nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor. Ja, auch da, das ist das, was Kant die kopernikanische Wende genannt hat, ja, indem er darauf hingewiesen hat, es ist eigentlich das geistige und vernünftige Vermögen des Menschen, das die Erforschung der Natur überhaupt ermöglicht und nicht umgekehrt die Natur, die den Geist sozusagen einfach irgendwie, so, wenn Sie das kennen, denken Sie an David Hume zum Beispiel, der sprach immer von einem Bundle of Impressions, ja, also da kommt etwas von außen daher, mit dem man dann, man weiß nicht, wie irgendwas geistig tut und deswegen hat das alles keine Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit, denn es kann ja auch anders sein wieder. Und Kant hat versucht zu fragen, wie ist denn so Allgemeingültigkeit der vernünftigen Erkenntnis möglich? Und dazu hat er eben gesagt, muss dieses vernünftige Vermögen sich selbst kritisieren, sich selbst seine eigene Grenze ziehen und sich fragen, wo ist denn überhaupt allgemeingültige und notwendige Aussage möglich in wissenschaftlicher Hinsicht? Da steckt schon sehr viel verborgen in diesem ersten Absatz. Ich werde nicht alle so lang kommentieren, aber das war jetzt nur der Einleitung mal geschuldet, damit wir verstehen, was Kants Projekt überhaupt ist. Also es ist tatsächlich das Projekt einer Selbstbegrenzung des vernünftigen Vermögens. Und da tritt etwas auf, das uns jetzt die ganze Zeit über begleiten wird in dieser Selbstbegrenzung des vernünftigen Vermögens. Da tritt nämlich ein Unterschied auf den ich nachher noch genauer zu sprechen komme, nämlich ein Unterschied dessen, was Kant die theoretische Vernunft und die praktische Vernunft nennt. Deswegen haben wir auch eine Kritik der reinen Vernunft und eine Kritik der praktischen Vernunft bei ihm. Indem er meint, die Vernunft kann als erkennende Vernunft betrachtet werden, die theoretische, und als eine handelnde Vernunft, die praktische. Und die handelnde Vernunft, die wird uns dann gleich interessieren, das ist nämlich die, wo es ethisch dann bedeutsam wird. Die handelnde Vernunft ist die, die sich eine ganz andere Frage stellt als die erkennende oder einsehende Vernunft. Und da ist nicht zuletzt Kant selbst für einen Riss verantwortlich, der uns geistesgeschichtlich bis heute plagt. Nämlich die theoretische Vernunft, um die Katze gleich vor zum ersten Mal aus dem Sack zu lassen, die theoretische Vernunft ist es, die sich fragt, was können wir tun, eben mit den Mitteln des Erkennens, mit den Mitteln der Wissenschaft. Die praktische Vernunft ist die, die sich fragt, was sollen wir tun? Und diesen Riss hat Kant mitproduziert, wie ich Ihnen jetzt gleich versuchen werde zu zeigen. Und dieser Riss quält uns natürlich bis heute. Ist das, was wir tun können, mit Wissenschaft, mit Fortschritt, mit Technologie, mit all diesen aufklärerischen Tendenzen, ist das, was wir tun können, zugleich das, was wir tun sollen? Oder ist das nicht so? Sollen wir vielleicht nicht alles tun, was wir tun können? Und in dem Zusammenhang werden wir jetzt erstens diesen Aufsatz weiterlesen, ganz kurz noch, und dann uns vor allem mit dem zweiten Textteil befassen. Er sagt dann weiter, Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben.
und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Das hat mit etwas zu tun, das ist nur ganz kurz zu kommentieren, aber Sie sehen, nur damit Sie die Stoßrichtung auch spüren, die Kant in dem Aufsatz hat natürlich, die nicht zuletzt selbstverständlich auch eine pädagogische ist, wie Sie da schon herausziehen können. Kant entwickelt in der Kritik der reinen Vernunft. Bitte kommen Sie. Na, okay. Kein Problem. Platz genug für alle. Kant entwickelt in der Kritik der reinen Vernunft bereits einen Begriff, den er dort die Ratio Ignavia nennt, die faule Vernunft. Und wodurch bestimmt er diese faule Vernunft? Die faule Vernunft bestimmt er durch zweierlei Kennzeichen. Sie ist einerseits, wie er sagt, entweder eine dogmatische Vernunft, das heißt eine Vernunft, die sich bloß an Gegebenheiten orientiert, nicht wahr? Es ist so und es wird immer so bleiben. Es ist so, weil wir es immer so gehört haben. Es ist so, weil es Autoritäten und so weiter geben, etc. etc. Das ist die eine Variante der faulen Vernunft, gegen die er sich wendet. Die andere ist die sogenannte skeptizistische, er sagt bewusst nicht skeptisch, sondern skeptizistische Vernunft. Das ist die einfach sozusagen aus blindem Nihilismus alles bezweifelt und überhaupt nichts mehr anerkennt. Das ist so die Vernunftform, der wir heute sehr stark ausgesetzt sind. Ja? Im Zeitalter des sogenannten Postfaktischen, der Fake News und so weiter, nicht wahr? Sozusagen der Rückzugspunkt, den sich die faule Vernunft dann gerne gibt, ist, naja, dann bezweifle ich halt alles und glaube gar nichts mehr. Und das kann es mit Kant auch nicht sein. Das sind beides Varianten, sich in der Unmündigkeit bequem zu machen. Wir sind sehr stark darin geschult, nicht zuletzt durch die Aufklärung, es uns nicht im Dogmatismus gemütlich zu machen und zu sagen, gut, ich glaube einfach alles, was mir aufgetischt wird, ohne weiter zu fragen oder ohne mir Gedanken zu machen. Wir sind aber möglicherweise, da werde ich am Nachmittag noch drüber sprechen, nicht so gut darin geschult, uns es nicht in der skeptizistischen Vernunft gemütlich zu machen. Indem man sozusagen entgegen Kants eigenen Aufwürfen etwa meint, man habe bereits gedacht, indem man nur alles allerlei bezweifelt. Und sagt, naja, könnte ja auch nicht so sein. Das ist noch nicht denken mit Kant. Ja? Da hat es noch ganz andere Dinge zu tun. Also bloß zu zweifeln ist nicht zu denken. Das wär Descartes' Anspruch noch. Ja? Kants Anspruch ist das nicht. Ich komme deswegen gleich zum dritten Absatz. Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar lieb gewonnen und ist vor der Hand wirklich unfähig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn niemals den Versuch davon machen ließ. Satzungen und Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder vielmehr Missbrauchs seiner Naturgaben, sind die Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit. Das werde ich auch am Nachmittag ein bisschen besprechen. Das betrifft natürlich nicht nur den wissenschaftlichen Betrieb, das betrifft auch etwa Systeme wie die Bürokratie und so weiter, nicht wahr? Also da können wir das alles vordefiniert oder vorüberlegt finden. Daher gibt es nur wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit herauszuentwickeln und dennoch einen sicheren Gang zu tun. Ich glaube, der Punkt an dem Absatz ist ganz klar, wieder auch ein sehr stark pädagogischer natürlich, weil man den Menschen niemals den Versuch davon machen ließ, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Frage ist natürlich, wie geht das und was heißt das? Das kommt dann auf der Rückseite. Daher, sagt Kant weiter, kann ein Publikum nur langsam zur Aufklärung gelangen. Das ist ein ganz interessanter Punkt jetzt für uns. Durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von persönlichem Despotismus und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals wahre Reform der Denkungsart zustande kommen, sondern neue Vorurteile werden ebenso wohl als die alten zum Leitbande des gedankenlosen großen Haufens dienen. Ja, das kann man natürlich etwa heutigen politischen Tendenzen mal sozusagen auf die Fahne schreiben, die ja alle sehr stark mit dem immer Neuen, mit dem immer Anderen, das möglichst schnell sich zeigen soll,
argumentieren kannst, Zugang ist sehr stark, ja nein, tatsächlich aufgeklärte Revolution kann nur langsam stattfinden und nicht quasi durch ein Kreuzer oder sich auf einem Stimmzettel mache oder so etwas. Das kann daran beteiligt sein natürlich, aber das kann nicht des Pudels Kern sein, um das nur um ein Beispiel dafür zu nennen. Zu dieser Aufklärung aber, und jetzt kommt für uns der interessantere Punkt, zu dieser Aufklärung aber, von der er spricht, können Sie sagen, wird nichts erfordert als Freiheit. Und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Der Probierstein, das ist für uns jetzt wichtiger, der Probierstein alles dessen, was über ein Volk als Gesetz beschlossen werden kann, liegt in der Frage, und jetzt kommt's, ob ein Volk sich selbst wohl ein solches Gesetz auferlegen könnte. Und das sich selbst Gesetz auferlegen ist natürlich eine Formel, die werden wir gleich besprechen, die Sie, wenn Sie Kant ein bisschen kennen, natürlich aus ganz prominenter Stelle kennen. Wir werden gleich über ihn sprechen, über den kategorischen Imperativ nämlich. Der liegt genau darin. Ein Mensch kann zwar für seine Person und auch als dann nur auf einige Zeit in dem, was ihm zu wissen obliegt, die Aufklärung aufschieben. Aber auf sie Verzicht zu tun, es sei für seine Person, mehr aber noch für die Nachkommenschaft, heißt die heiligen Rechte der Menschheit verletzen und mit Füßen treten. Also das heißt, auf Aufklärung Verzicht zu tun, ist die heiligen Rechte der Menschheit mit Füßen zu treten. Und mit Kant ist das auch nur immer eine bedingte Zeit möglich, die Aufklärung zu verhindern. Da vielleicht eine kurze philosophiegeschichtliche Nebenbemerkung. Wir sprechen auch in der philosophischen Forschung übrigens nicht in dieser Form der Aufklärung zum ersten Mal von Aufklärung. Wir sprechen etwa schon von einer attischen Aufklärung zu Zeiten des Platon, des Sokrates, des Aristoteles und der Sophistik beispielsweise, wo es ähnliche Tendenzen gab im 5. und 4. vorchristlichen Jahrhundert. Und sozusagen mit Kant würde natürlich sagen, ja ganz klar, weil Aufklärung etwas ist, das sich immer wieder versucht durchzusetzen gegen diesen Despotismus, von dem er hier spricht. Ganz klar. Uns wird, wie gesagt, gleich die Sache mit dem sich selbst Gesetz geben als dem heiligen Recht der Menschheit beschäftigen. Wenn denn nun gefragt wird, und das ist natürlich ganz aktuell auch, leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter? So ist die Antwort, nein. Aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. Also ganz interessante Figur natürlich. Die Menschen arbeiten sich von selbst nach und nach aus der Rohheit heraus, ob das stimmt, werden wir am Nachmittag besprechen, wenn man nur nicht absichtlich künstelt, um sie darin zu erhalten, nämlich in dieser Rohheit. Sie sehen wieder den pädagogischen Zugang, den Kant hier hat. Ich habe den Hauptpunkt der Aufklärung vorzüglich in Religionssachen gesetzt. Zu seiner Zeit natürlich ganz klar. Aber die Denkungsart eines Staatsoberhaupts, der die Erstere begünstigt, also die Aufklärung, geht noch weiter und sieht ein, dass selbst in Ansehung seiner Gesetzgebung es ohne Gefahr sei, seinen Untertanen zu erlauben, von ihrer eigenen Vernunft öffentlichen Gebrauch zu machen und ihre Gedanken über eine bessere Abfassung derselben sogar mit einer freimütigen Kritik der schon Gegebenen der Welt öffentlich vorzulegen. Also Sie sehen, allein, also dieser Aufsatz ist hochaktuell erstens und zweitens, das, wenn Sie unterrichten, sei das ja nur nebenbei gesagt, der eignet sich auch wunderbar, um im Unterricht benutzt zu werden, weil man ihn recht verhältnismäßig für das, was Kant sonst so geschrieben hat, verhältnismäßig einfach verstehen kann und gut aufbereiten kann, auch für kurze Zeit Episoden natürlich. Ja. Genau, also hier sehen Sie natürlich den Zug auch zu dem, was wir eh noch besprechen werden, den Zug zu dem, was wir mit Aufklärung auch verbinden, Demokratisierung, Partizipation der Bevölkerung etc. etc. Das ist da bei Kant auch alles mitformuliert und das ist für Kant auch gar keine große Sache. Also der sieht das schon 1784 als ziemlich selbstverständlich an, damit Aufklärung funktioniert. Also das wird von ihm da gar nicht als der große Wurf, den er entdeckt hätte, bezeichnet. Wir haben ja davor schon Leute wie Voltaire, wie Rousseau gehabt, nicht wahr? Volonté générale, also der allgemeine Wille der Bevölkerung, der sich in den individuellen Willen zeigt und so weiter. Das kennt Kant alles bereits, also um das geht es ihm primär gar nicht. Das referiert er mehr nur als notwendige Bedingung zur Aufklärung. Die Frage, die wir uns stellen werden, aber ist jetzt, sind diese notwendigen Bedingungen der Aufklärung, die Kant hier aufzählt, auch die hinreichenden Bedingungen der Aufklärung? Also reicht das, um Aufklärung tatsächlich zu bewirken?
Und da wird Kant sagen, möglicherweise reicht das nicht, dass man bloß sozusagen diese Art von Veränderungen und pädagogischen Bewegungen aufreißt, von denen er spricht. Allerdings in seinem Aufklärungsaufsatz, letzter Absatz jetzt, kommt er ganz zum Schluss sehr positiv natürlich und sehr hoffnungsfroh darauf zu sprechen, wenn denn die Natur unter dieser harten Hülle den Keim, für den sie am zärtlichsten sorgt, nämlich den Hang und Beruf zum freien Denken, ausgewickelt hat, so wirkt dieser allmählich zurück auf die Sinnesart des Volks, wodurch dieses der Freiheit zu handeln nach und nach fähiger wird. Aber das Glauben ist eine andere Sache, aber das ist zumindest Kants Zugang. Ja? Und endlich auch sogar auf die Grundsätze der Regierung, die es ihr selbst zuträglich findet, den Menschen, der nun mehr als Maschine ist, seiner Würde gemäß zu behandeln. Hier taucht am Ende des Aufsatzes der Begriff Würde auf, über den wir gleich sehr viel sprechen werden, nämlich die Würde des Menschen ist es mit Kant nämlich, die eigentlich den Fokus der aufklärerischen Bewegung ausmacht und dessen Zentrum bildet oder deren Zentrum bildet. Denn wir müssen uns dabei fragen, was Würde des Menschen bedeutet. Das werden wir gleich tun. Zunächst nur ganz kurz der Hinweis darauf, dass dieser Abschluss des Aufsatzes zum Aufklärungsbegriff natürlich ein sehr hoffnungsvoller, wie gesagt, ist. Ein sehr optimistischer ist. Kant geht wie selbstverständlich davon aus, dass sich die Aufklärung gesellschaftlich durchsetzen wird und immer wieder durchsetzen wird, auch wenn sie zurückgedrängt wird. Sie haben also hier in diesen paar wenigen Abschnitten, auch wenn Sie das kennen, ein ganz berühmtes kantisches Triplett vor Augen geführt, der drei grundlegenden Fragen der Menschheit, nämlich wie er das sagt in der Kritik der reinen Vernunft. Sie haben einerseits die Frage, was kann ich wissen, durch die Aufklärung thematisiert, nämlich inwieweit ist die menschliche Vernunft fähig, überhaupt allgemeingültig und notwendig etwas zu wissen. Ja, was kann ich wissen? Dann die von uns jetzt gleich zu besprechende Frage, was soll ich tun? Also was soll man dann tun, wenn wir wissen, was wir wissen können, quasi? Und dann im letzten Absatz die dritte berühmte kantische Frage, die da lautet, was darf ich hoffen? Also was haben wir dann zu erwarten, wenn die Aufklärung sich durchsetzt? Und mit Kant ist das ganz klar, es wird sich die Freiheit durchsetzen, wenn wir sozusagen als Gesellschaft das aufklärerische Movens irgendwie in Anschlag bringen. Ob das so funktioniert und wie das funktioniert, werden wir uns jetzt anschauen. Denn jetzt kommt der eher schwierigere Teil. Jetzt wollen wir nämlich verstehen, was Kant denn unter Freiheit überhaupt versteht. Denn darum kreist bei ihm alles. Die Aufklärung ist für ihn nicht bloß eine historische Sache, so von wegen, ja gut, das ist euch gerade was abläuft und ich beobachte das und kommentiere das, sondern sie ist eine Handlung, wie Kant. Sie ist eine Handlung, an der jedes Individuum teilnehmen kann. Das ist ja auch gerade der aufklärerische Gestus. Jeder kann an der Aufklärung mitwirken, durch nämlich Selbstaufklärung, durch Selbstbefreiung geistiger und handelnder Natur. Und das ist etwas, von dem man sich dann die Frage stellt, oder zu dem man sich dann die Frage stellt, naja, aber was heißt denn Freiheit dann eigentlich? Was bedeutet diese Selbstbefreiung? Und das steht bei ihm in genau dem Kontext, den ich am Anfang beim ersten Absatz erwähnt habe, nämlich. Wir haben hier das Selbstverhältnis des vernünftigen Denkens, das zu sich in ein Selbstverhältnis tritt eben und sich fragt, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Und dabei aber entsteht eine ganz entscheidende Frage, das wird bekannt, sozusagen unter den Titeln da verhandelt, ich habe schon erwähnt, im Zuge nämlich dieser Selbstbetrachtung der Vernunft, die Kant die Aufklärung nennt, nicht was sapere aude, bediene dich des eigenen Verstandes, in dem Sinne lerne auch die Grenzen des Verstandes einzusehen. Da kommt diese epochemachende Unterscheidung vor, die wir diejenige zwischen theoretischer und praktischer Vernunft nennen, die ich eingangs erwähnt habe. Und in dieser Unterscheidung zwischen theoretischer und praktischer Vernunft liegt der ganze ethische und moralische Kern der Aufklärung und damit der philosophische Kern der Aufklärung verborgen. Warum sage ich der philosophische Kern? Kurze Nebenbemerkung. Wir haben ein Textfragment überliefert von 1797, das eine Grundsatzerklärung des sogenannten deutschen Idealismus genannt wird. Ja, das haben wir nur fragmentarisch, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Darin kommt aber ein ganz entscheidender Satz vor. Sie müssen wissen,
Zu Kants Zeiten nannte man alles, was sozusagen theoretische Philosophie ist, Metaphysik. Ja, das ist ein Begriff, der zwar heute noch existiert, aber der eher so ein bisschen so abgetan wird, weil wir befinden uns ja jetzt im Zeitalter der positiven Wissenschaften, nicht wahr? Wir brauchen keine Metaphysik mehr. Obwohl natürlich unser gesamtes gesellschaftliches Selbstverständnis überall von metaphysischen Figuren durchdrungen ist, aber das wollen wir halt nicht so gerne hören, dass das so ist. Wie dem auch sei, in jener Grundsatzerklärung lesen wir von 1797, künftig wird alle Metaphysik in die Moral fallen. Das heißt, alle vernünftige Selbstbestimmung des Menschen wird in die Moral fallen und ist deshalb Frage der Ethik, lesen wir 1797. Das heißt, die Aufklärung insgesamt ist eine Frage ethischer Dimension und nicht bloß eine Frage theoretischer Dimension. Es geht eben nicht, mit Kant auch selbst, nicht nur darum, was können wir durch vernünftige Selbstbestimmung wissenschaftlich, fortschrittlich, technologisch etc. etc. leisten. Sie können sich schon denken, das führt ja dann auch zu der Frage, was können wir nicht nur wissenschaftlich, theoretisch und so weiter leisten, sondern was können wir leisten, indem wir Imperialisten sind dann zum Beispiel und so weiter. Das hat ja alles da seine Wurzel. Weil wir die Unterscheidung zwischen, was können wir vernünftig tun, theoretische Vernunft, und was sollen wir vernünftig tun, praktische Vernunft, nicht mehr in eine Vermittlung bringen. Sondern wir trennen das einfach. Wir sagen, ja gut, es gibt halt ethische Fragestellungen, die sind auch irgendwie wichtig fürs Leben, aber letztendlich wird sich das durchsetzen, was wir halt tun können. Ja, das, was wir wissenschaftlich ausfinden, das, was wir wirtschaftlich tun können, etc. etc. Sie können die Beispiele sich selber denken. Und die Frage des Sollens ist dann, ja, ähnlich wie das heute über Religion gesagt wird, nicht wahr? Die Frage des Sollens ist dann höchstens eine Privatsache sozusagen. Ja, ich kann mir natürlich dann also in meiner Privatideologie fragen, ja gut, aber unterstütze ich das oder unterstütze ich es doch nicht und so weiter. Aber realgesellschaftlich hören wir dann auf, uns zu fragen, sollen wir das tun überhaupt? Ja, also in anderen Worten, mit dem Schwitzpunkt der Aufklärung und ihrer Selbstbetrachtung der Vernunft wirft sich die Frage des Verhältnisses von Können und Sollen auf, des Handelns. Müssen Können und Sollen in quasi einer gepaarten Vermittlung miteinander existieren können oder fallen die komplett auseinander? Es ist, das werde ich jetzt nicht behandeln, es ist übrigens nicht zuletzt Kants eigene Philosophie- und Wissenschaftstheorie gewesen, die das Auseinanderfallen mit begünstigt hat, weil er überhaupt so etwas wie theoretische und praktische Vernunft getrennt hat. Seine unmittelbaren Nachfolger, wenn Sie das philosophiegeschichtlich kennen, Reinhold schon, aber dann vor allem Fichte, Schelling, Hegel und andere, die haben sich genau darum bemüht, diesen Riss in der Vernunft zu kitten und zu sagen, können und sollen müssen vermittelt werden miteinander im Handeln des freien Individuums und der freien Gesellschaft, der aufgeklärten Gesellschaft. Und das kann man nicht einfach auseinanderhalten, indem man zum Beispiel dann, keine Ahnung, die Kaste der, sagen wir jetzt einmal so ein bisschen plakativ, die Kaste der Wissenschaft, der Technologie und so weiter hat, und dann hat man halt die Kaste der Kultur und der Religion und so, und das hält man halt so auseinander irgendwie, und das hat miteinander höchstens ideologisch noch zu tun. Das sind alles Folgen dieser Differenz von Können und Sollen letztendlich, die da nicht zuletzt bei Kant selbst aufgeworfen wird. Und wo behandelt Kant das? Und jetzt kommt das Schöne. Kant behandelt dieses Vermittlungsgeflecht von Können, Sollen und so weiter in dem, was wir unter dem Titel, den er dem Ganzen gegeben hat, den kategorischen Imperativ nennen. Sie kennen vielleicht die Formulierung des kategorischen Imperativ, ja, da kommen dauernd so Begriffe wie Sollen und so weiter vor, Sie haben sie dann eh da draufstehen, handle so und so weiter, das werden wir dann eh miteinander lesen. Und da stellt sich Kant diese Frage. Unter dem Titel des kategorischen Imperativ. Wie sind Können und Sollen, wie sind Handeln und Theorie, wie sind vernünftige Selbstbestimmung als theoretisches Subjekt und als praktisches Subjekt miteinander zu vermitteln und tatsächlich als ein aufgeklärtes Subjekt zu gelten. Also ein Subjekt, das sich nicht nur fragt, was kann ich tun, sondern und nicht nur fragt, was soll ich tun, sondern das sich in Einheit fragt, soll ich das tun, was ich tun kann? Und umgekehrt, und das ist der Catch an der ganzen Sache, kann ich das auch tun, was ich tun soll? Kann ich eine Welt gestalten, in der das möglich ist, zu tun, was ich, von dem ich weiß, dass ich es tun soll? Oder nehmen wir uns selbst sozusagen unsere moralischen Mittel weg, indem wir uns auf Basis der theoretischen Vernunft eine Welt zusammenzimmern, in der wir nicht mehr das tun können, von dem wir wissen, dass wir es tun sollten? Beispielsweise, ja. Also Sie sehen, all die Problematik der nachaufklärischen Zeit, in der wir uns natürlich noch immer befinden, aus philosophischer Perspektive hat mit dieser Differenz theoretischer und praktischer Vernunft letztendlich zu tun. Zu handeln heißt mit Kant eben nicht irgendwas zu tun,
sondern zu handeln heißt mit ihm, ich kann als aufgeklärtes, selbstbestimmtes Subjekt handeln. Und er fragt, welche Möglichkeitsbedingungen müssen gegeben sein, damit wir als aufgeklärte Subjekte handeln können. Und das überlegt er im Zusammenhang des kategorischen Imperativs. Dazu werden wir den jetzt eh gleich lesen. Bevor wir das tun, möchte ich Ihnen aber so zwischendurch einmal wieder eine Frage stellen. Das ist dann auf der Rückseite des Blatts, das ich gerade ausgeteilt habe vorhin. Möchte ich Ihnen kurz eine Frage stellen, nämlich, gehen wir kurz in die Fantasie miteinander, in eine ziemlich schreckliche Fantasie. Nämlich, stellen wir uns vor, wir sind auf einer karibischen Insel ganz allein. Eine schreckliche Fantasie, nicht wahr? Und es wird aber gleich schrecklich, keine Sorge. Vielleicht ist es nicht in der Karibik, sondern im Pazifik irgendwo versteckt. Und wir sind auf dieser Insel ganz allein oder zu zweit oder mit einer Familie oder so. Und irgendwie liegen wir da am Strand und denken uns jeden Tag wieder, mein Gott, ist das schön. Und wir schauen so übers Meer hinweg und genießen die salzige Brise und so. Und uns fällt eigentlich gar nicht auf, dass hinter uns da so ein komisches Gebilde steht, das ein bisschen wie ein Kegel ausschaut. Und uns fällt nicht einmal auf, dass da rausraucht. Und blöderweise ist uns nämlich bei all der Schönheit da entgangen, dass da hinter uns ein Vulkan steht, der gleich ausbricht. Naja, und dann kommt es halt, wie es kommen muss, der bricht aus und tötet nicht nur mich, sondern alle, mit denen ich dort bin. Hat dieser Vulkan unmoralisch gehandelt? Nein. Ja, wir werden versuchen zu sagen, nein, hoffe ich, ja, weil sozusagen, wenn wir, ich spiele es kurz natürlich durch, wenn wir jetzt nämlich sagen, ja, dann sind wir genau in der Frage, die ein paar Jahrzehnte vorkannte, etwa jemand, den wir unter dem Namen Leibniz kennen, in seinem Büchlein namens Theodizee verhandelt hat. Ja. Sie wissen schon, Theodizee-Frage, wie ist es möglich, dass Gott eine Welt, in der es Leid gibt, zulässt und so weiter. Kant geht da ganz anders vor, wie wir gleich sehen werden, denn für den hat dieser Vulkan natürlich keine moralische Dimension. Wir müssen uns dann gleich fragen, warum. Wir können uns auch fragen, ein Löwe, der dem Zebra nachläuft und es bespringt und reißt, handelt dieser Löwe unmoralisch? Der handelt nämlich gar nicht. So ist es genauso wenig, wie der Vulkan handelt. Wir sagen nämlich nicht, der handelt moralisch, wenn er nicht unmoralisch ist, sondern da findet die Dimension der Moral gar nicht statt in diesen Zusammenhängen. Sie wissen, das könnte man jetzt natürlich mit Beispielen noch weiter treiben. Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, gut, und da wird es natürlich dann schon haariger, was ist denn mit einem 5-jährigen Kind zum Beispiel, ja, das jemand anderem wehtut, handelt dieses Kind unmoralisch? Da wird es dann schon interessant zu fragen natürlich, inwieweit sind Kinder moralfähig, altersbezogen und so weiter. Wenn wir jetzt das mit heute vergleichen, könnte man sagen, weil wir nicht mehr die Tendenz haben, diese gewissermaßen ein bisschen präaufklärerische Tendenz, etwa Naturkatastrophen als moralische Handlungen auszulegen, Gottes oder des Schicksals oder was auch immer, weil wir das heute nicht mehr tun, könnte man sagen, hat niemand sich berufen gefühlt, nachdem etwa dem Tsunami von 2004 eine Theodizee zu schreiben. Denn Handeln, wie wir jetzt sehen werden, bedeutet, dass das, was geschieht, was getan wird, können Sie sagen, eine moralische Dimension hat. Das bedeutet es mit Kant zu handeln erst. Wenn Moral, in anderen Worten, überhaupt erst möglich ist. Das ist der ganz große aufklärerische Zug bei ihm dann gewesen. Er hat nicht bloß eine Moraltheorie aufgestellt im Sinn von, was soll man tun, was soll man nicht tun, sondern er ist in die Eingeweide der Fragestellung gegangen und hat sich gefragt, wo, wie und wodurch wird denn Moral als Dimension von Handlung überhaupt möglich? Das heißt, wo können wir überhaupt moralisch bewerten, überlegen, Verantwortung übernehmen, Schuld übernehmen und auch Strafe aussprechen natürlich? Und wo können wir das gar nicht tun? Sie sehen, das hat natürlich auch die moderne Gesetzgebung, Legalitäten und so weiter sehr stark geprägt. Daher kommen nicht zuletzt so Dinge wie Unzurechnungsfähigkeitsüberlegungen und so weiter. Das ist nämlich genau der Punkt, konnte dieser Mensch Verantwortung für sein Handeln übernehmen? Also ist da eine moralische Dimension dahinter oder nicht? Das heißt in anderen Worten, ist da eine Dimension der Freiheit dahinter oder nicht? Und das ist genau das, was Kant überlegt. Und da wollen wir jetzt kurz mal miteinander die ersten beiden Absätze lesen. Ich bin so frei, außer jemand, niemand möchte, okay. Beginnt, also wir lesen jetzt aus seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, das ist das Vorgängerwerk zur Kritik der praktischen Vernunft gewesen, wo Kant den kategorischen Imperativ das erste Mal da etabliert und da haben wir den berühmten ersten Satz bereits, es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet,
nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgendeines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen. Das heißt, an sich gut und für sich selbst betrachtet. Weil die Vernunft, die ihre höchste praktische Bestimmung, ja, Sie sehen, die Vernunft, die ihre eigene Bestimmung vornimmt, die ihre höchste praktische Bestimmung in der Gründung eines guten Willens erkennt, bei Erreichung dieser Absicht nur einer Zufriedenheit nach ihrer eigenen Art, nämlich aus der Erfüllung eines Zwecks, den wiederum nur Vernunft bestimmt fähig ist. Also Sie sehen, er versucht genau das Programm aus, was ist Aufklärung, einzulösen. Eine absolut frei sich selbst bestimmen könnende Vernunft in ihrem Handeln. Darum geht es ihm. Und das, was wir diese absolute, sich frei selbstbestimmende Vernunft nennen mit Immanuel Kant, das trägt hier den Namen Wille. Das ist der Wille. Der Wille ist nicht ein Vermögen neben der Vernunft oder neben dem Denken oder so, sondern dass die Vernunft, der es gelingt, sich absolut in ihre eigene Selbstbestimmung zu bringen, diese Vernunft wird Wille. Die kann in anderen Worten wollen und nicht bloß irgendwas anderes tun. Das heißt, wir können im ersten Schritt sagen, was ist denn das überhaupt, was eine Handlung zu einer Handlung macht? Warum handelt denn der Vulkan nicht? Warum handelt der Löwe mit Kant jetzt? Wir können dann in der Diskussionsphase tierethische Bestimmungen natürlich besprechen, da ist er sehr schwach, das war überhaupt nicht auf seiner Palette, aber sozusagen er fokussiert auf die Menschen, aber mit Kant können wir deshalb sagen, warum können wir die Handlung des Löwen als nicht moralfähig betrachten? Der Punkt ist einmal fürs Erste gesagt ein einziger. Der Vulkan und der Löwe, die können nicht wollen. Die können tun, sie sind gewissen Strukturen unterworfen, die der Mensch natürlich bekannt, der Mensch natürlich bekannt auch zum Teil unterworfen ist. Aber darüber hinaus ist der Mensch einer Dimension fähig, die Kant das Wollen nennt. Nämlich einer sich selbst in ihrem Tun bestimmenden, kritisierenden, hinterfragenden Vernunft. Das bereits zu tun, ist mit Kant Ausübung des Willens. Das heißt, wollen, und das möchte ich jetzt nur, bevor wir den zweiten Absatz lesen, nur gleich zur Klärung von Missverständnissen sagen, da kommen wir aber immer wieder darauf zurück. Wollen heißt mit Kant nicht, aus einer Riege vorgegebener Optionen auszuwählen. Also wenn ich jetzt gefragt werde, will ich das Menü 1 oder das Menü 2 zum Mittagessen haben, dann ist mit Kant aus philosophischer Perspektive diese Frage falsch gestellt, weil ich da gar nicht mehr will. Da begehre ich, da wünsche ich, da habe ich einen Appetit vielleicht oder so. Aber Wille ist das mit Kant nicht. Denn Wille besteht in einer ganz anderen Dimension. Das hat er uns natürlich noch nicht gesagt, in welcher. Das kommt jetzt im zweiten Absatz und das ist vielleicht der schwierigste Punkt und der Catch am ganzen kategorischen Imperativ. Denn erst, wo ich wollen kann, dort findet moralische Dimension meines Handelns statt. Und dort findet Selbstbestimmung dieses Handelns statt. Und in anderen Worten, im Zuge der Aufklärung gesagt, nur dort kann ich Verantwortung für das übernehmen, was ich tue. Natürlich ist es mit Kant so, wenn ich mir jetzt so einmal hinstelle und sage, ich habe jetzt zwei Optionen, die Wurstsemmel oder die, weiß ich nicht, irgendeine vegetarische Speise, ich sage jetzt Käsesemmel, oder wenn wir Veganer sind, vielleicht noch was anderes, ist jetzt egal, ja. Die Wurstsemmel oder die Käsesemmel, nicht wahr? Oder gar kein Semmel, ist ja wurscht jetzt. Dann ist mit Kant die Entscheidung das oder das. Nicht Ausdruck meiner Freiheit. Ausdruck meiner Freiheit wird es dann, wenn ich mich frage, und das kommt jetzt gleich, was soll ich tun? Ja. Aber da lese ich kurz den zweiten Absatz dazu, wenn Sie erlauben, dann komme ich genau darauf zurück. Der springende Punkt, also im ersten Sinne, ist im Handeln, ich soll wollen können. Handeln ist mit Kant und darum aufgeklärtes, verantwortungsvolles, individuiertes Handeln ist nur dort möglich, wo gewollt werden kann. Wo nicht gewollt werden kann, etwa beim Vulkanausbruch, findet keine moralische Dimension statt. Deswegen ist es mit Kant müßig, über eine zu diskutieren. Die frei sich selbst erkennende und bestimmende Vernunft hat keine Gründe, da irgendeine Form von moralischer Dimension hineinzutragen, wenn ein Vulkan ausbricht. Es sei denn natürlich, das sage ich aber für den Nachmittag schon vorweg, es sei denn natürlich, die Vernunft findet raus,
dass dieser Vulkanausbruch zum Beispiel von einer militärischen Wettermaschine erzeugt wurde oder so. Ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber vielleicht gar nicht so Science-Fiction-mäßig gesagt, was man so hört, aber nicht wahr, was kann man schon glauben. Und je nachdem spielt es da natürlich die Rolle, wie ist die Situation von der Vernunft zu erkennen und zu beforschen und erforschen. Denn wenn die Vernunft, das kommt jetzt im zweiten Absatz, wenn die Vernunft und die vernünftige Überlegung mit Kant plötzlich eine Dimension des Sollens darin entdeckt, und die entdeckt sie nicht zuletzt dann, wenn sie einen Willen in dem, was geschieht, entdeckt, dann schaut die Sache anders aus. Wenn wir plötzlich dem Vulkanausbruch oder hinter dem Vulkanausbruch einen Willen zusprechen können, nicht des Vulkans selber natürlich, ja, aber jemand, der den, keine Ahnung, das ist ein Science-Fiction-Szenario, der den Vulkanausbruch erzeugt hat, dann schaut die Sache anders aus, denn dann haben wir es plötzlich mit einem Willen zu tun. Und dann ist ja wohl eine moralische Dimension da. Aber das hilft uns natürlich auch immer nicht darüber hinweg, dass wir noch immer nicht wissen, was zu wollen mit Kant überhaupt bedeutet. Wenn wir schon sagen, es bedeutet nicht, aus Optionen auszusuchen, dann müssen wir fragen, ja, aber was dann? Was ist denn das, was wir da entdecken, wenn wir Wille entdecken, wenn wir den Willen im Handeln entdecken, auch unseren eigenen natürlich, und dadurch Moral überhaupt entsteht und möglich wird? Das sagt uns im zweiten Absatz. Ich bin so frei. Die Vorstellung eines objektiven Prinzips, und da kommt schon, sofern es einen Willen nötigend ist, und das heißt nicht, dass der Wille da ist, und der dann genötigt wird, sondern es nötigt der Vernunft ab, Wille zu sein, dieses Prinzip. Das macht die Vernunft zum Willen. Es nötigt sie dazu zu wollen, dieses Prinzip. Heißt ein Gebot der Vernunft, und die Formel des Gebots heißt Imperativ. Alle Imperative werden durch, und jetzt kommt's, ein Sollen ausgedrückt. Gedruckt, ja, ist die Akademieausgabe, die ist ein bisschen veraltet. Und zeigen dadurch das Verhältnis eines objektiven Gesetzes der Vernunft zu einem Willen an. Also das heißt, eine Vernunft, die den Willen bestimmt, wird da angezeigt. Worin werden wir gleich sagen? Sie sagen, dass etwas zu tun oder zu unterlassen gut sein würde. Allein, sie sagen es einem Willen, der eben dadurch, durch diese Sage entsteht erst als Wille. Dadurch wird Vernunft Wille, durch den Imperativ, den sie, wie Kant einmal sagt, den sie empfindet. Im Handeln. Ein vollkommen guter Wille würde also ebenso wohl unter objektiven Gesetzen des Guten stehen. Für uns ist wichtig, das Sollen ist hier am unrechten Orte, weil das Wollen schon selbst mit dem Gesetz notwendig einstimmig ist. Das Problem ist, wir haben jetzt keinen vollkommen guten Willen. Und deswegen fallen Sollen und Wollen auseinander. Ja, nur beim vollkommen guten Willen ist das ein und dasselbe. Da wird nur gewollt, was gesollt wird. Daher, sagt er, sind Imperative nur Formeln, das Verhältnis objektiver Gesetze des Wollens überhaupt, und jetzt kommt's, das sind jetzt wir, zu der subjektiven Unvollkommenheit des Willens dieses oder jenes vernünftigen Wesens, zum Beispiel des menschlichen Willens, auszudrücken. Vielmehr müsste man sagen, wenn es ein vernünftiges Wesen ist, dann ist es ein Mensch, egal wie es aussieht mit ihm und egal wie es biologisch beschaffen ist. Wenn es Vernunft hat, das heißt, wenn es wollen kann, dann ist es ein Mensch, in seiner Begrifflichkeit. Egal, wie sonst, wie gesagt, die biologische Beschaffenheit, die Lebensweise oder so gestaltet sein mag. Gut, was sagt uns Kant in diesem zweiten Absatz? Was heißt es also, wollen zu können? Und das ist, erlauben Sie mir, ich habe das jetzt so in diese Modalverbsätze da übersetzt, weil ich finde, die transportieren das eben sehr gut, die deutschen Modalverben. Wir haben einerseits, moralische Dimension bedeutet, ich soll wollen können. Aber was heißt es jetzt zu wollen? Wo findet denn, wie uns Kant hier sagt, Wille statt? Wo nötigt sich die Vernunft selbst, Wille zu sein, zu wollen? Und das ist die andere Seite, die uns hier im Begriff des Imperativs vorführt. Dort, wo wir sagen, ich will sollen können. Lassen Sie sich das kurz einmal im Kopf zerbrüten. Ich will sollen können in meinem Handeln. Das heißt, ich treffe frei, und das ist eben der Punkt der Freiheit bei ihm, ich treffe frei die Entscheidung, dass in meinem Handeln die Dimension des Sollens vorkommt. Wo ich das nicht tue, weise ich Moral zurück mit Kant, wo ich mich nicht nach dem Sollen frage. Das heißt, wo die Vernunft ist, die auch als theoretische Vernunft jetzt ist, mit Kant im aufgeklärten Sinne, dieses Vermögen, an allem, was getan wird, die Dimension des Sollens zu versuchen.
das Beispiel mit dem Vegetarismus nochmal genommen. Ja? Da kann ich natürlich, sozusagen, wenn ich sage Käse oder Wurstsemmel, das ist nicht meine Freiheit, diese Entscheidung zu treffen. Meine Freiheit besteht darin zu sagen, in dieser Entscheidung liegt die Dimension des Sollens verborgen. Ich kann mich also fragen, was sollte ich wählen davon? Und dann findet Moral statt und vor allem dadurch und allein dadurch mit Kant stellen wir unsere Freiheit unter Beweis. Freiheit heißt nicht, ich kann tun, was ich will. Ich meine, sie heißt natürlich, ich kann tun, was ich will, wenn ich mich darauf beziehe, was wollen heißt. Denn wollen heißt, sollen zu können. Und nicht aus irgendwas auszuwählen einfach. Ich kann natürlich tun, was ich will, wenn ich frei bin. Aber eben, weil ich tue, was ich soll. Indem ich tue, was ich will. Dadurch stelle ich meine Freiheit unter Beweis. Ich mache, nochmal in anderen Worten, ich mache in meinem Handeln durch mein Wollen die Dimension auf, dass in diesem Handeln die Frage des Sollens drin steckt. Dass ich mich fragen kann, soll ich, und nicht nur ich, sondern soll jeder, das ist der kategorische Imperativ dann, soll jeder an meiner Stelle das tun, was hier getan wird. Oder eigentlich genauer gesagt, soll jeder an meiner Stelle das wollen, was ich hier will. Und da kann man natürlich fragen, okay, aber Moment mal, wenn es doch der Wille ist, der diese Sollensentscheidung trifft im eigenen Handeln, wo kommt denn der Wille dann her? Das ist genau das reziproke Verhältnis zwischen Sollen und Wollen dann. Ja, also Sie sehen, Sollen und Wollen ist ein und dasselbe Akt, den die dadurch praktisch werdende Vernunft erfüllt, sich darin betätigt, können Sie sagen. Sie trifft die Willensentscheidung zu sollen, weil sie in diesem Sollen sich das Vermögen gibt zu wollen. Ja, also dort, wo die Dimension des Sollens auftritt, dort ist erst Wille möglich. Und das bedeutet, das ist auch Kants Bestimmung des freien Willens und der Freiheit des Willens, das Sollen bestimmen zu können im eigenen Handeln. Und damit auch natürlich das Nicht-Sollen und sozusagen diese ganzen Überlegungen. Da ist natürlich auch der ganze Luther drin, nicht wahr, die Freiheit eines Christenmenschen, nicht wahr? Christenmensch ist aller Dinge Herr und niemandem untertan, ein Christenmensch ist aller Dinge Knecht und jedermann untertan. Sozusagen diese Dialektik sozusagen haben wir genau da drin letztendlich. Also das ist natürlich ganz klar von der Reformation her auch auszulegen. Also wir haben das jetzt mit dem ich soll wollen können, bedeutet ich will sollen können. Ja? Also wo ich wollen kann, dort will ich sollen und wo ich sollen kann, dort kann ich wollen. Aber das ist so ungefähr der aufklärerische Gedanke einer praktischen Vernunft, ja, eines Verantwortung übernehmenden, aufgeklärten Subjekts. Das ist nicht bloß, ich mache einen wissenschaftlichen Fortschritt und schaue, was ich alles tun kann als Vernunft. Und wir können sehr viel, wie wir wissen. Sondern ich treffe dabei obendrein die Entscheidung, soll ich das auch tun? Ich, die Vernunft, also das Handeln aller Menschen, könnten Sie auch sagen. Ja. Sollen wir das tun? Und um tatsächlich als aufgeklärte Subjekte zu gelten mit Kant, ist diese Dimension des Sollens natürlich hineinzutragen. Sonst sind wir nicht aufgeklärt. Aus seinem Begriff aus denken Sie nochmal zurück an den Aufsatz über die Aufklärung. Eine Menschheit, die sich selbst ihr Gesetz gibt, hat er dort gesagt. Eine Menschheit, die sich selbst das Gesetz ihres Handelns gibt, die sich also fragt, sollen wir das überhaupt tun, was wir da tun? Und wir werden jetzt natürlich dann die Frage stellen, warum sollten wir uns das überhaupt fragen? Und da wird es dann ganz, ganz spannend bei Kant. Ja. Alle Imperative nun gebieten entweder hypothetisch oder kategorisch. Diese Unterscheidung kennen Sie vielleicht. Wenn nun die Handlung bloß wozu anderes als Mittel gut sein würde, so ist der Imperativ hypothetisch. Wird sie als an sich gut vorgestellt, wird ihn als notwendig in einem an sich der Vernunft gemäßen Willen, als Prinzip desselben, so ist er kategorisch. Nun kann man die Geschicklichkeit, das spricht über den Hypothetischen, nun kann man die Geschicklichkeit in der Wahl der Mittel zu seinem eigenen größten Wohlsein, Klugheit im engsten Verstande nennen. Also ist der Imperativ, der sich auf die Wahl der Mittel bezieht, hypothetisch. Die Handlung wird nicht schlechthin, sondern nur als Mittel zu einer anderen Absicht geboten. Was bedeutet in anderen Worten hypothetischer Imperativ? Also die Tatsache, dass das Sollen im Handeln so auftritt, dass ich mich frage, soll ich das tun, weil ich etwas anderes damit bezwecke? Also weil ich nicht diese Handlung selbst in ihrem moralischen Wert anschaue, sondern weil ich eine Konsequenz, ein Ziel, eine Folge
in Absicht habe und nicht die Handlung selbst. Das ist der hypothetische Imperativ. Das bedeutet, wenn wir ein Beispiel nehmen, wenn ich mich frage, ob ich irgendwas tun soll, weil ich davon etwas anderes erwarten kann, dann bedeutet das, dann bin ich mit Kant deshalb unfrei, weil ich mich diesem anderen da, das ich erwarte, unterwerfe in seinen Strukturen. Es bestimmt mein Handeln dann. Wenn ich zum Beispiel den hypothetischen Imperativ an der Uni oder auch mit meinen Schülern spreche, da kommen dann oft so Aussagen wie, naja, soll man die Prüfung machen überhaupt oder sowas? Ja? Soll man die Seminararbeit schreiben zum Beispiel oder so? Das ist die Frage eines hypothetischen Imperativs. Denn wenn ich mich frage, soll ich die Prüfung ablegen, dann ist dadurch mein Handeln bestimmt. Mein Handeln bestimmt sich durch das äußere Ziel, das es verfolgt. Und da findet mit Kant keine moralische Bestimmung mehr statt, weil mein Handeln ein bisschen so wird wie der Vulkanausbruch mit Kant. Es wird eine notwendige Abfolge von Ursachen und Wirkungen hinsichtlich auf das Ziel, das ich erreichen will. Und dadurch bin ich mit Kant nicht mehr frei. Sondern das heißt bereits, dass die Wahl eines Ziels selbst eine Handlung ist, die ich zu prüfen habe, durch den kategorischen Imperativ. Und wenn die Wahl dieses Ziels nicht dem kategorischen Imperativ bestehen kann, dann ist das Ziel ein unmoralisches, ganz klar. Weil ich mir unter anderem eben durch die Einsicht im kategorischen Imperativ bewusst werde, dass die Wahl des Ziels die Mittel schon vorbestimmt und dadurch eben das schon unmoralisch ist. Weil ich dadurch, das kommt eh da unten, weil ich dadurch meine Freiheit aufgebe. Da ist immer die Möglichkeit des unmoralischen Handelns gegeben, nämlich. Ja. Das ist ja bei Kant genau der Punkt. Die Einsicht in den kategorischen Imperativ bedeutet ja, dass ich also nicht auch zuletzt die Selbstbestimmung entwickle. Ich könnte jetzt gerade unmoralisch handeln, ohne das bisher eingesehen zu haben. Denn dem gegenüber sagt er, gegenüber diesem fremdbestimmten, diesem heteronom bestimmten Handeln, wie er es nennt, das autonom bestimmte, das selbst- und freibestimmte Handeln ja einführt. Endlich sagt er, da gibt es einen Imperativ, der ohne irgendeine andere, durch ein gewisses Verhalten zu erreichende Absicht, nicht wahr, das ist der hypothetische, eine durch ein gewisses Verhalten zu erreichende Absicht. Das war der hypothetische Imperativ. Und jetzt gibt es einen anderen, der als Bedingung, der ohne sowas zugrunde zu legen, dieses Verhalten, also das, was getan wird, selbst unmittelbar gebietet. Also Kant blickt nicht beim aufgeklärten Individuum nicht auf die Folgen der Handlung, nicht auf Ziele, die man sich ausmacht oder sonst etwas, sondern allein und ausschließlich auf die Handlung selbst. Darin liegt die moralische Dimension. Soll das getan werden? Die moralische Dimension des Handelns liegt nicht in den Konsequenzen des Handelns, sondern im Handeln selbst. Das ist der kategorische Imperativ. Das Sollen rechtfertigt sich durchs Handeln selbst oder nicht und nicht durch die Konsequenzen des Handelns. Genau, ich lese kurz weiter. Dieser Imperativ, von dem wir jetzt auch gerade sprechen, ist kategorisch. Er betrifft nicht die Materie, wie er sagt, betrifft nicht die Materie der Handlung und das eben, was aus ihr erfolgen soll, das ist die Materie der Handlung, also die Mittel, aus denen etwas folgen soll, sondern die Form und das Prinzip, woraus sie die Handlung selbst folgt. Also aus dem heraus die Handlung sich fragen kann, soll das gewollt werden, was hier getan wird, ohne Rücksicht auf Konsequenzen. Gibt dann gleich ein Beispiel dazu, dass das ein bisschen illustriert. Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar dieser. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Das heißt, wenn wir das allgemeine Gesetz jetzt mal auf die Seite schieben, durch die du zugleich wollen kannst, dass man das soll. Also allgemeines Gesetz, das ist nicht im Sinne jetzt unbedingt einer bürgerlichen Gesetzgebung bloß zu verstehen oder so, sondern das ist darüber hinaus, also Kant macht zwar den Unterschied, also er macht schon den Unterschied zwischen Moralität und Legalität einer Handlung auch, klarer machen den dann andere, aber der Punkt ist der, hinter dem Gesetz, hinter dem Griff des Gesetzes verbirgt sich einfach das Sollen. Ja, handle so, dass du wollen kannst, dass jeder das soll, was du hier tust. Wenn eben nicht nur du der Akteur bist, sondern wenn an deiner Stelle jeder andere der wollende Akteur ist, kann an deiner Stelle jeder wollen, dass man das soll. Dass das ein allgemeines Gesetz wird. Dass jeder dieses Sollen an so einer Handlung entdecken kann. Kurz gesagt. Oder in anderen Worten, dass einer halt für alle handelt.
Denken Sie an die Kain- und Abel-Geschichte. Es versteckt sich genau hinter der Aussage, hier kam der Mord in die Welt. Denn hier hat der Mensch durch sein Handeln gezeigt, dass er potenziell ein Mörder sein kann. Und zwar jeder, der ein Mensch ist. Durch unser Handeln und das darin liegende Sollen und Wollen zeigen wir auch, wozu der Mensch fähig ist, als handelnder Mensch. Und genau darin entspringt aber die Frage des Sollens. Indem ich mir, das ist eben der kategorische Imperativ, ich mache mir in meinem Handeln klar, dass ich als Repräsentant aller handle und dass ich deshalb in meinem Handeln zeige, wozu der Mensch fähig ist, im Guten wie im Schlechten, könnte man sagen. Und genau diese Einsicht treibt mich überhaupt auf die Frage des Sollens hin. Genau weil ich einsehe, ich handle hier anstelle aller potenziell, frage ich mich aber, kann ich das wollen und will ich das sollen, was ich hier tue? Das wäre der erste Punkt. Jeder soll wollen und will sollen können. Ja, das bedeutet vernünftiges, aufgeklärt moralisches Handeln. Zu handeln im Bewusstsein, jeder soll das wollen und will das sollen können. Zweite Formulierung des kategorischen Imperativs, Absatz 5. Weil die Allgemeinheit des Gesetzes, wonach Wirkungen geschehen, dasjenige ausmacht, was eigentlich Natur im allgemeinsten Verstande heißt, ich überspringe die Klammer. Sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist, so könnte der allgemeine Imperativ der Pflicht auch so lauten. Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zu einem allgemeinen Naturgesetz werde. Und da ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt verborgen drin. Erstens, Kant weist ja darauf hin, dass wir mit unserer Natur in Übereinstimmung handeln sollen als aufgeklärte, vernünftige Wesen. Unsere Natur ist aber nicht unsere biologische Beschaffenheit in seiner Terminologie. Unsere Natur ist diejenige praktischer, wollender, handelnder Vernunft. Das sind wir im Kern mit dem kategorischen Imperativ. Ja. Das sagt er auch da, wo er sagt, ja, unter Natur im allgemeinsten Verstande versteht man die Allgemeinheit des Gesetzes, wonach Wirkungen geschehen. Also nicht irgendein bestimmten Naturbegriff, sondern die Allgemeinheit des Gesetzes, wonach Wirkungen geschehen, das fassen wir als Natur im allgemeinsten Verstande auf mit Kant, insofern wir Vernunftwesen sind. Das ist unsere Natur als ein vernünftiges Wesen. Nach allgemein gesetzmäßig gebotenen Maximen, Willensentschlüssen handeln zu können. Und nicht bloß aus dem Hier und Jetzt sozusagen das Handeln leiten zu lassen. Sie sehen, das hat ja auch die Debatte geprägt, die wir seitdem führen über das Handeln, etwa im Blickpunkt, welche Rolle spielen Triebe, Natur, Begierden und so weiter im Handeln etc. etc. Also mit Kant ist das ganz klar, insofern man darin die Dimension des Sollens entdecken kann und Vernunft eben, indem sie Wissenschaft betreibt etwa, arbeitet genau daran, immer neue Dimensionen des Sollens im Handeln zu entdecken. Indem wir uns zum Beispiel als Mensch selber erforschen, tun wir mit Kant aufgeklärt eigentlich das, dass wir versuchen, an uns selbst immer neue Dimensionen zu sollen und zu wollen herauszufinden. Das ist das, was theoretische Vernunft tut, sozusagen. Und damit werden wir, siehe erster Aufsatz, den wir heute gelesen haben, und damit werden wir immer moralischer, indem wir Wissenschaft betreiben von uns selber. Aber nur dann, wenn wir eben die Dimension des Sollens mit hineinnehmen und uns immer fragen, sollen wir das aber auch tun, was wir da tun. Und das wird aber zugleich möglich, indem wir uns erforschen und natürlich die Welt auch erforschen und so weiter. Ganz klar, also Sie sehen, da ist überall sozusagen dieser aufklärerische Gestus natürlich drin, der aber letztendlich immer und immer letztlich ein moralisch-ethischer Gestus bleibt für Kant. Ja, alle Metaphysik fällt auf den Boden der Moral. Genau, das heißt, was im Zweiten jetzt drinnen liegt, ist eben der Punkt, wir verpflichten uns, das was der Kollege vorher gesagt hat, wir verpflichten uns als Vernunftwesen frei. Das ist eben der springende Punkt. Wir, sozusagen, diese Freiheit ist keine Freiheit subjektiver Willkür mehr, sondern es ist die Freiheit, sich selbst als Repräsentant aller zu verpflichten und zu sagen, ja, das kann jeder sollen und wollen an meiner Stelle. Oder in anderen Worten, hier stoßen wir auf die Frage, naja, aber diesen Entschluss des Sollens im Handeln, also dass wir uns überhaupt nach dem Sollen fragen, warum sollten wir das überhaupt tun? Und da ist mit Kant die letzte Antwort, und das ist eben das Interessante dann, wo man dann weiter debattieren kann, warum sollten wir das tun? Weil wir die Freiheit dazu haben, uns darauf zu verpflichten.
aus keinem anderen Grund mehr. Oder in anderen Worten, und das ist eben das Schöne dran, warum sollten wir überhaupt sollen? Und Kants Antwort ist, weil wir es sollen. Mit der Dimension des Sollens wird zugleich eingesehen, dass man sollen soll. Das kann man nicht von außen irgendwo her lernen. Das ist genau die aufgeklärte, vernünftige Selbsterhebung des Individuums. Es bestimmt, dass es sollen soll. Das ist unhintergehbar freier Wille mit Kant. Das kann ich niemandem beibringen, das kann ich niemandem abnötigen und vor allem kann ich das in niemanden hineinpressen, durch Anweisungen oder sowas. Ja? Sollen zu sollen ist der Ausdruck individueller Freiheit. Und das ist eben der Schmäh dahinter, weil wir natürlich das Sollen am allerwenigsten mit Freiheit verbinden, wenn wir dann sollen. Aber das ist genau der Begriff der Pflicht dann nämlich. Ja, wir nehmen die Pflicht auf uns, frei zu sollen in unserem Handeln. Und wir, was heißt es, das auf sich zu nehmen? Zu wollen. Das ist zu wollen im eigentlichen Sinn. Dieses Sollen auf sich zu nehmen im eigenen Willen. Und das ist das, was Kant die Pflicht nennt. Ich verpflichte mich auf meine Freiheit. Das macht mir moralisches Handeln aus und das macht meine aufgeklärte, vernünftige Selbstbestimmung aus. Sich auf die eigene Freiheit zu verpflichten, so paradox das klingt. Oder in anderen Worten, umgedreht, sich zur moralischen Pflicht zu befreien. Dazu zu befreien, dass wir moralische Pflicht des Sollens haben im Handeln. Diese sich selbst begründende Freiheit, was sagt uns denn die? Ja, also, dass wir aus Freiheit entscheiden, sollen zu sollen im Handeln. Was sagt uns denn das? Der Grund dieses Prinzips ist, die vernünftige Natur, der Mensch, existiert als Zweck an sich selbst. Eben, wir sollen bloß, weil wir sollen. Das ist Zweck an sich selbst. Wir treffen selbst die Entscheidung zu sollen. Bloß, weil wir sagen, ja, das sollen wir. Wir sollen sollen im Handeln. Das ist Zweck an sich selbst. Der praktische Imperativ wird also folgender sein. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Das ist die berühmte Menschheitsformel des kategorischen Imperativs, die dritte. Genau. Der Mensch ist der letzte Zweck allen Handelns. Und Mensch bedeutet hier die sich selbst vernünftig bestimmende Freiheit. Nicht irgendeine biologische Kategorie natürlich. Wie gesagt, es ist egal, wie es aussieht, wenn es frei sollen kann, ist es ein Mensch. Ich will also diesen Grundsatz, von dem wir jetzt die ganze Zeit sprechen, das Prinzip der Autonomie des Willens, also der Selbstbestimmung des Willens, der Freiheit, im Gegensatz mit jedem anderen, das ich deshalb zur Heteronomie zähle, nennen. Diese Gesetzgebung muss aber in jedem vernünftigen Wesen selbst angetroffen werden. Noch mehr, und aus seinem Willen entspringen können. Können eben, es muss wollen können. Also die Gegebenheiten müssen natürlich auch als Gesellschaft so eingerichtet sein, dass jeder wollen und sollen kann. Der das nicht kann, von dem kann man auch keine moralische Verantwortung im letztendlichen Sinne erwarten. Ja, nicht wahr? Da kommen dann diese ganzen Beispiele daher, der in die Armut getriebene Obdachlose, der was zu essen stiehlt. Da wird es dann anders, weil dem haben wir die Möglichkeit zu sollen genommen, als Gesellschaft natürlich. Bis zu einem gewissen Grad. Also, und aus seinem Willen entspringen können, dessen Prinzip also ist, dass der Wille durch seine Maxime, also durch seinen Willensentschluss, sich selbst zugleich als allgemein gesetzgebend betrachten könne. Oder als frei, können Sie sagen. Denn nur der freie Wille ist moralischer Wille natürlich. Und Freiheit bedeutet aber, sollen zu können, nicht Willkürsentscheidungen treffen zu können. Oder in anderen Worten, wie man da jetzt sagen kann, mit Kant, vernünftiges Handeln im Sinne der Moralität zuletzt bedeutet, durch meine Freiheit die Freiheit aller zu ermöglichen. Der kategorische Imperativ gebietet durch seine Struktur, moralisches Handeln bedeutet, durch meine Freiheit bestmöglich die Freiheit aller zu gewährleisten. Das ist sozusagen, das sind die Handlungsanleitungen des kategorischen Imperativs, wenn man so will, sich auf die Freiheit zu verpflichten, die Freiheit zu bezwecken und die Freiheit zu ermöglichen im Handeln. So, wiederhole ich es nochmal. Sich auf Freiheit zu verpflichten, eben aus dem Sollen, Wollen und Wollen sollen. Sich auf die Freiheit zu verpflichten, die Freiheit zu bezwecken und die Freiheit zu ermöglichen. Aller. Das ist, und das sozusagen geringt zusammen auf das aufgeklärte Individuum mit Kant. Das
tut man, wenn man als aufgeklärtes Individuum handelt, aus philosophischer Perspektive mit Kant. Zum Abschluss gesagt, was bedeutet es vice versa unmoralisch zu handeln? Da könnte man natürlich vieles jetzt dazu sagen, man kann es aber in Nutze auf eines zusammenringen lassen, die Freiheit des Sollens zu verhindern. Oder in anderen Worten, man kann es auch kürzer sagen, die Freiheit zu verhindern. Also Sie sehen, da schließen sich natürlich, da schließt ein ganzer Rattenschwanz philosophischer Probleme an, aber das ist im Prinzip, was wir da so ein bisschen zusammengefasst haben, wäre die Bestimmung aus philosophischer Perspektive des eigentlich aufgeklärten Individuums. Also das ist nicht bloß irgendein Status, in dem man gelangt, sondern aufgeklärt zu sein bedeutet, eine moralische Verantwortung zu übernehmen mit Kant. Und in diese Lage haben wir uns selbst als Gesellschaft, die wir im ersten Aufsatz gelesen haben, auch zu bringen. Denn es ist die Gesellschaft, die diese Lage ermöglichen soll. Also bei Kant spielt die Gesellschaft die Rolle, die Freiheit des Individuums zu ermöglichen. Deswegen auch der letzte Satz, den Sie da lesen können, wo er das gegenüberstellt. Das aber, was die Bedingung ausmacht, unter der allein etwas Zweck an sich selbst sein kann, hat nicht bloß einen relativen Wert, das heißt einen Preis, sondern es hat inneren Wert, das heißt Würde. Und das ist auch das, was dann mit die ganzen Menschenrechtserklärungen und so weiter mitbedingt hat, natürlich und so weiter, dass Kant hier für das moralisch agierende, für das in seinem Selbstentschluss moralisch agierende Wesen den Begriff des Würdevollen einführt und sagt, da ist Menschenwürde da dann, weil wir moralisch handeln können und selbst moralisch bestimmte Wesen sind.